Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. Und heute geht's weiter mit der Route 11. Bei Pokémon kämpft wird nicht geschummelt. Man kämpft ohne Tricks und doppelt im Boden. Na gut, Knirps Luca mit einem Nidorino. Oh, das ist ein Nidorino, die Nidorino. Ja, in der letzten Folge haben wir so Rania City ein bisschen näher angeguckt und wollten eigentlich über die, durch die Dicta-Höhle schon weiter zurück nach Moria City und dann an den Feierabend machen, aber diese Höhle ist ja dann noch ein bisschen blockiert. Das heißt, wir können jetzt das erst machen, wenn wir den nächsten Orden haben. Und das dauert alles noch ein bisschen. Das sind noch Minimum 2 bis 3 Folgen. So. Dementsprechend haben wir heute die Route 11 abzuarbeiten. So, Nidorino erreicht übrigens Level 20. Hä, aber wie? So, dann haben wir hier unten noch ein Radikal vor allen Dingen erstmal. Das möchte ich gerne noch fangen. Ein Radikal fehlt uns auch noch auf der Liste. Kann ich immer weit werfen? Weit genug werfen? Nehmen wir das Radikal mit. Wenn es sich dann fangen lässt. Hoffentlich mit diesem großartigen Wurf. Jawohl. Mit Radikal geht es dann heute weiter. So, Rivoli reicht Level 20. Der war so ein Durino. Nur Pikachu, das hält sich ein bisschen zurück gerade, aber das kommt schon noch. So, ich habe zwar jetzt 6 Pokémon im Team. Ich mein Team mal wieder ein bisschen ausleeren. Denn wir wollen hier mit diesem Matrosen weiterkämpfen. Ich habe bisher noch keinen einzigen Kampf verloren. Okay, dann bist du jetzt dran. Matrose Dirk. Mit einem Quatzel. Kopfnuss. Na, bitte nicht. Oh, ernsthaft. Du kommst mit einer scheiß Hypnose. Ach Gott, ernsthaft jetzt. Und ich brauche Wecker dabei ab. Komm her, Nidorino. Schlafen ist jetzt nicht deine Arbeit. Tschüss, kleines Quapsel. Pikachu reicht Level 18. Ich möchte Lichtschild lernen. Brauche ich aber nicht. Und mach Holo. Na, bleiben wir drauf. Das ist halt immer unser Psycho-Pokémon. Macholo kann ich leider nicht nehmen, weil Macholo wird sich ja so ein bisschen Dings entwickeln. Vielleicht immer noch ein Kampf-Pokémon ziehen und dann. Aber, schauen wir mal. Ich habe so ein bisschen eine Idee, welches Pokémon ich vielleicht noch entziehen nehmen werde. Aber ich lasse mich auch gerne von euch kleine Ideen vorschlagen. Und jetzt hätten wir ja noch. So. Oh, meine erste Niederlage. Na gut, die große Frage ist, schaffen wir sogar ungeschlagenes Let's Play durch?
Ich glaube nicht. Na gut, jedenfalls müssen wir diesem Gentleman mal zeigen, was sie haben. Wie es abgeht. Bisher habe ich noch nie gewonnen. Okay, nur ein Trainer, der bisher noch nicht verloren hat. Also jetzt gegen uns, klar. Der ist in die kassiert. Und wir fangen an mit Vulpix. Er hat nun Vulpix, okay. Was für ein Vulpix? Ich hätte auch keinen eins. Ich weiß gar nicht, welche Edition hier Vulpix oder Focado fangen können. So, er wollte mit Konfu-Strahl und Konfu und Konfus mal also ja verwirren. Das ist richtig. So, und dieser Gentleman ist besiegt. Ein weiteres Lockparfum, wir haben schon mal eins gesammelt. Dann geht's weiter hier mit dem Mechaniker. Na, hast du auch sicher nicht vergessen, das Licht auszuschalten. In Elektrika. Nicht Mechaniker, Elektrika, Magnet. Tilo, der gute Jürgen ist das. Auch Magnet Tilo, ich ein bisschen überlegt, ob ich das nicht sogar als Team nehme. Weil ich mir Magnet noch ganz cool finde, aber nein. Vielleicht haben wir doch noch ein anderes Elektro-Pokémon. Ich muss mal gucken. Da habe ich mir auch noch eine kleine Idee, wie ich sie vielleicht nehmen wollte. Es wird kein legendäres werden, definitiv nicht. Also Zapdos wird definitiv nicht werden. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Ab mal kurz wieder an die Erde. Und tschüss. Wollte mal. Und damit ist dieser Elektriker. Elektriker ist besiegt. So. Dann nehmen wir das mit. Laden mal die Durino wieder auf. Dann ist hier unten noch einer. Tack auch. Ist die Leitung bei dir alle sicher? Der nächste Elektriker. Ja, viele Trainer sind ja nicht. Also in der nächsten Folge gehen wir schon auf die MSN. Und dann. Ja, aber bin ich in der nächsten Folge. Übernächste Folge oder übernächste Folge. Müssen wir gucken, ob wir die MSN in einer Folge durchkloppen können. Oder ob wir sie. In der Doppelfolge oder zwei Folgen machen können. Das liegt halt ein bisschen daran. Aber jetzt machen wir erstmal weiter mit dem guten dieses Sorteball zu besiegen. Das hat einen Schlag gebraucht, um zu sterben. Und auch dieser Elektriker ist besiegt. So, haben wir. Ne, Reifers brauchen wir nicht. Dann haben wir hier oben noch einen Schwarzgurt. Einmal eine Kapsel X-Abwehr. Da oben ist auch noch ein Item. Einmal super Schutz. So, dann hole ich mir diesen Schwarzgurt hier unten noch. Im Kampf entscheiden einzig und alleine die Würfel über das Schicksal meines Charakters. Es ist übrigens kein Schwarzgurt, es ist übrigens ein Rollenspieler. Okay. Manchmal tue ich mich ein bisschen mit den Charakteren. Sehe ich das richtig, dass so viel Level 26 ist? What the fuck, Alter? Hau ab mit dir, Scheiße! Okay, tschüss, Nidorino. Alter, ernsthaft? Der kommt mit der Geofrisur und trifft auch noch beim ersten Mal? Das Ding hat wahrscheinlich eine 10%ige Chance. Ernsthaft? Ich hatte gehofft, okay, das liegt da, das liegt so locker in die Tasche. Und dann haut er so ein Ding raus, Alter. What the fuck, Alter? Okay. Puh, der wird's doch mal ausspielen. Ah, jetzt hab ich ausgerechnet, jetzt kein Ruckzuck gibt. Oh, Gott sei Dank.
Halt, haut dir eine Kiofisur aus und haut mir mal irgendwann von den Urinen aus dem Leben. Gut, dass ich noch ein paar Beleber habe. Ah, die Würfel sind gefallen. Alter, was ist das für ein Typ? Ernsthaft? Da haut der mir auch kurz immer mein Nidorino weg. Ich bin Level 20er Dick da. Das finde ich jetzt nicht ganz ohne. Aber. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der wird 23 auf 24 wickelt sich ja zu Dicktri. Also mit dem Dicktri hätte ich immer größere Probleme gehabt, wenn ich ehrlich bin. Bevor das nur ein Dick da war und den ich nochmal getroffen habe. Ich bin der Stärkste in meiner ganzen Crew. Okay. Matrose Valentin mit einem Fleckmund. Nidorino. Na gut, wir haben Pikachu eigentlich das Ziel. Ich versuch's trotzdem irgendwie. Mal gucken, was er vorhat. Konfusion, ja, alles klar. Das war mir fast klar, dass du mit sowas kommst. Okay, ich habe tatsächlich ein bisschen weniger KP verloren, als ich es erwartet hatte. Ja, ich kann ein paar Sachen wegstecken, okay. Dann noch einmal drauf mit Kopfnuss. Und tschüss, Fleckmon. Und der 21 Nidorino. So, dann ist er auch down. Und dann haben wir noch ein Item und dann fehlt es noch ein Trainer und dann sind wir durch mit der Route. 5 Superbälle. Lieber. Uns jetzt auch holen. Ich guck mal gerade im Pokédex, wie viel wir haben mittlerweile. Aber weiter habe ich die 20, die 30 voll. 27 haben wir. Ich habe meine Pokémon mit viel Hingabe trainiert. Jetzt müssen sie kampfbereit sein. Oh, dann sind wir auch durch mit der Folge. Göretania! Mit einem Pummeluff. Gut, dann kriegt ihr so einen Doppelkick drauf. Ein Nidla. Aber ich reiche das trotzdem mit einer Doppelattacke. Mit zwei Attacken. Nein, natürlich nicht. Aber ich setze doch mal ein Nidla ein, das heißt, dann ist dieses Pummeluff auch schon mal down. Und dann Nidorina noch im Petto, okay. Die weibliche Form, das war die Gegenschütze zu unserem Pokémon. Dann gehen wir mal auf Schaufler. Ja, fast sogar komplett down. Guck mal, ich glaube, wir können da nicht viel ausrichten können. Weggeschnabelt und dann war es das auch mit Nidorina. Und dann haben wir diese Göre auch in die Tasche gesteckt. Ja, vielen Dank und auf Wiedersehen. So, dann haben wir auch alle Trainer auf dieser Route besiegt. Und schnappen uns diesen versteckten Beleber. Radikal haben wir. Tomato haben wir, Taubsi haben wir, Tauboga haben wir. Und zählen noch drei Pokémon bis zu den 30. Das ist vielleicht noch ein Trainer, ne? Einer Trainer fehlt uns noch tatsächlich. Doch, den habe ich ganz vergessen. Ah, den letzten hatten wir nämlich auf 3 und 4 erst. Wir sind mittlerweile Route 11. Ah, gucke ich mal gerade nach. Ich hole mir mal diesen Astrainer hier.
Weißt du, was mir an Route 11 gefällt? Dass sie aus zwei gleichen Zahlen besteht. Das wird so schön ordentlich. Ich finde mich selbst ein sehr ordentlicher Trainerkutsch, musst du wissen. Willst du wirklich einen Trainerkutsch herausfordern? Na dann, ich habe mich zurückgehalten. Legen wir los. Nein, Quatsch. Bei Bill oben war einer. Mit dem Geowurf. Trainercoach, Dante, du hast ein Radfratz. Okay, du hast bestimmt irgendwas im Petto mit dem Viech. Weil eigentlich kann das Radfratz nicht so wirklich so gut sein. Aber du hast bestimmt irgendwas in der Hand. Jedenfalls ist es Level 21 und kriegt einen Doppelkick also von mir auf die Backe. Das kriegt ja gar nichts weg. Superzahn. Kriegen wir schon jetzt die TM Superzahn oder so. So, mal Schaufler. Wir kriegen jetzt 100%ig den Tier. So, die Knirscher kann das Viech auch noch. Okay, das Viech, da steckt ein bisschen was weg. Das hätte ich nicht gedacht. Das Viech hat ein ordentlicher Verteidigungswerte gerade. Was ist das nicht? Was ist das für ein Pokémon? Massiv verteilt. Was hast du für Verteidigungswerte? Dass du nichts wegsteckst eigentlich. Das wirklich geht sehr gut. Und jetzt noch ein Doppelkick hinterher. Komm. Aber ist kaputt. Okay. Gut, den Volltreffer, den hätte sich nötig, glaube ich, vielleicht trotzdem geschafft. Aber das muss ja richtig Verteidigungswerte haben. Radfass ist ja normalerweise nicht so stark. Jedenfalls reicht das für diesen Trainer, Coach. Ah, du bist vielleicht stark. Du bist echt stark. Jetzt habe ich gute Laune. Deswegen schenke ich dir das hier. Für das 5 Evoli-Bonbons, okay? Mit einem Evoli-Bonbon kannst du einen Evoli-Dauerstärker werden lassen. Wenn du der Suche nach Bonbons für ein bestimmtes Pokémon ist, sollst du möglichst viele Exemplare davon fangen und dann den Professor schicken. Okay, dann können wir das jetzt dem Evoli gut geben. Evoli-Bonbon hier. Zack. Zack. Und zack. 461er WP jetzt. Mittlerweile. Ja gut, dann sind wir heute durch. Dann haben wir die Route 11 jetzt auch abgearbeitet. Orania City ist ja abgehakt. In der nächsten Folge kümmern wir uns dann um die MSN und dann hoffe ich. Ich weiß nicht, ob wir es in einer Folge durchkriegen. Wenn wir es in einer Folge durchbekommen, dann sehen wir uns in der übernächsten Folge der Trainer dran. Der Räderleiter dran. Und dann versuchen wir es nochmal durch den Diktator-Tunnel. Dann machen wir mal Moria City zurück. Und dann kann ich nochmal zurück offscreen dann zum Mondberg und nochmal durchgucken wegen einem Mondstein. Weil ich brauche einen. Ich weiß, dass da offiziell wohl zwei drin liegen sein sollen. Zwei Stück drin sein sollen. Die habe ich mir tatsächlich so ein bisschen. Ja, ich habe die Krater nicht durchsucht. Muss ich so sagen. Diese Krater da drin, da soll man wohl irgendwo zwei Stück drin sein. Ich meine, mir reicht ja eins. Ja gut, jedenfalls sind wir heute durch. In der nächsten Folge, wie gesagt, geht's weiter mit der MSN. Und dann, wie gesagt, hoffe ich, dass ich die eine Folge durchkriege. Ich vermute, dass wir es aber nicht wegkriegen. Oh, das wird es nicht fertig kriegen. Wir schauen jedenfalls. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Pokémon. Let's go, Evoli!